Hallo meine lieben YouTube-Freunde. Ihr wisst, dass das Jahr 2018 ein Venusjahr ist. Und die Venus bringt das große Glück. Und zwar für alle. Sie besitzt die Kraft, die du spürst, die du nur annehmen musst. So wirst du dein eigener Magier, der dir die Liebe bringt. Vielleicht ist die Liebe bereits bei dir, du es aber nicht erkennst, wie sehr dich dein Partner oder deine Partnerin liebt. Die Monotonie hat sich bei euch eingeschlichen. So kann dieses Venusjahr zu deinem Traumjahr der Liebe werden. Der Weg ist einfach. Du musst dazu keine schwierigen Aufgaben erfüllen und keine Prüfungen bestehen. Sei einfach so, wie du bist. Sieh deinen Partner und diese Liebe so, wie du sie am Anfang eures Zusammenseins fühltest. Die Venus will, dass du glücklich bist und wirst. Und wenn die Liebe noch nicht da ist, dann öffne dein Herz und sie wird zu dir kommen. Für die einzelnen Sternzeichen gebe ich euch Hinweise, wie euer Traum für die Liebe in Erfüllung gehen kann. Heute ist der Widder und der Stier an der Reihe. Der Widder. Der Widder ist ein positiver Mensch, der das Leben mit Familie und Freunden genießen will. Schwarzseherische haben bei ihm keinen Platz. Edelmütig solltest du eine Reise planen und die Vorfreude mit deinem Liebsten teilen. Bleibe dir treu und baue dir keine Traumwelt auf. Lass deine Lebenskraft auf andere wirken und reiße die Menschen mit deiner Energie mit. Dann erfährst du dein Gefühl des Glücks. Nun zum Stier. Stiergeborene sind warmherzige Menschen. Du solltest im Venusjahr deine Gefühle ausleben. Vor allem im zweiten Halbjahr 2018 stehen deine Emotionen an erster Stelle. Öffne dein Haus und dein Herz und verschließe dich nicht vor neuen Plänen. So kommt die Liebe und der Erfolg sicher auch zu dir. Mache keine Kompromisse und keine Zugeständnisse, denn du brauchst einen Partner, bei dem du dich anlehnen kannst und du dich aufgehoben fühlst. Im zweiten Teil erfahrt ihr alles für das Sternzeichen Zwilling bis Waage. Bis dahin, alles Liebe, eure Deria.